Da hat gerade jemand an der Tür gekratzt, weil er neugierig war. Grüße Sie und grüße euch. Jetzt, wo es kälter wird, wieder mehr gekuschelt, stimmt's? So, wir haben jetzt am Wochenende mit dem neuen Tief den Herbst und im Hochgebirge den Winter. Der Winter wird aber nicht bis in mittlere Lagen kommen und es wird auch keinen Wintereinbruch geben. Das war nie in den Modellen drin und das kommt auch nicht. 2007 hatten wir sowas. Anfang September, da hat es bis 700 Meter Höhe das erste Mal runtergeschneit. Wir schauen uns die Wetterlage an, die uns bevorsteht. Von Südskandinavien bis Norditalien haben wir so eine Tiefdruckzone. Westlich davon geht kalte Luft weit nach Süden, östlich davon warme Luft weit nach Norden. Wir liegen dazwischen und wenn wir uns die Luftmassentemperaturen in 1500 Meter Höhe anschauen, dann haben wir westlich von uns eben die kühle Luft, östlich von uns die Heißluft. Diese Luftmassen reiben sich und es entstehen Regengebiete. Und hier als Beispiel mal die Niederschlagsvorhersagekarte für die Nacht von Samstag auf Sonntag. Da haben wir ein Regengebiet über den Alpen und ein Schauergebiet auf der Rückseite dieses Tiefs. Und wenn wir uns jetzt mal diese beiden Gebilde anschauen und nehmen das zusammen und legen das Tief als Skizze genau über Deutschland, das ist die Niederschlagsvorhersage, in Summen bis einschließlich Montag, dann haben wir östlich von uns die Warmluft, westlich von uns die Kaltluft. Es entstehen zwei Gebiete, die ergiebigen Regen bringen. Das ist auf der einen Seite die Schleifzone, wo sich die warme Luft mit der kalten Luft reibt und da entsteht ein längeres Regengebiet, auch durch die Berge. Und auf der anderen Seite dieses Rückseitenwetter, das von der See kommt mit der Polarluft, der hochreichenden Polarluft, samt Schauern und Gewittern. Die große Mitte dazwischen bleibt nicht ganz trocken, aber kriegt nur wenig Regen ab. Und die Modellunsicherheiten sind, dass die Schleifzone entweder weiter nach Westen vorankommt und die Rückseite ein bisschen weiter nach Südosten. Das ist der Unsicherheitsfaktor. Und wir hatten übrigens sehr viel Regen. In Rostock hat es gestern 55 Liter auf den Quadratmeter gegeben und ist damit Spitzenreiter in Deutschland gewesen. Die letzten Schauer und Gewitter vom alten Sturmtief Kirsten ziehen ab. Auch der Wind flaut ab, sonst haben wir mal lockere, mal dichtere Wolken. Später dann im Westen bis Holland rein einzelne Schauer, auch über den Alpen, vor allen Dingen Alpenhauptkamm und Alpensüdseite. Bei 17 Grad an der See, 26 Grad an der Loreley und in den Alpenländern ist es noch insgesamt wärmer. Der Freitag. Der morgige Freitag bringt ein Regengebiet einerseits von Südwest nach Nordost. Andererseits geht es in den Alpen los mit immer mehr Schauern und Gewittern. Und am Nachmittag regnet es sich dann in der Schweiz, im Westen Österreichs, im äußersten Süden Deutschlands bis in die Mittelgebirge ein. Nordwestlich davon gibt es einige Schauer und Gewitter. Südöstlich davon hält es noch. Hier wird es auch am wärmsten mit bis zu 30 Grad. Ansonsten ist es auch noch mal warm. Im Laufe des Tages werden aber die Temperaturen im Regen deutlich zurückgehen. Und dann spürt man am Freitag zum Abend hin auch den Herbst. Der Samstag bringt kalten Südwestwind. Im Nordosten ist es dazu sonnig und vor allen Dingen trocken. Im Nordwesten sind ein paar Schauer unterwegs, vielleicht auch mal ein Gewitter. In den Alpen regnet es, auf der alten Südseite sind ein paar Gewitter dabei. Hier sind es über 30 Grad, im Regen um die 12 Grad, sonst etwa 16 bis 23 Grad. Im Osten geht es nochmal auf bis zu 35 Grad rauf. Und an der südsteirischen Weinstraße, im Wiener Becken und am Neusiedlersee sind es bis zu 31 Grad. Am Sonntag kommen wir mehr und mehr auf die Rückseite. Die Polarluft fließt ein, quetscht die Luftmassen zusammen und von den Alpen bis nach Sachsen rein entsteht ein kräftiges Regengebiet. Südöstlich davon ist es noch einigermaßen nett und sehr windig und nordwestlich davon kommt immer trockenere Luft, auch mit böigem Wind. 16 Grad sind es auf der See, 10 Grad im Regen und bis zu 21 Grad im Flachland Deutschlands. Auf der Alpen-Südseite wird es noch wärmer werden. Rund um Wien sind noch mal bis zu 31 Grad drin. Und die Schneefallgrenze sinkt in den Alpen auf rund 2000 Meter Höhe auf der Alpen-Nordseite mit Gelettegefahr auf höher gelegenen Pässen. Und dann haben wir den letzten Tag des August, den letzten Tag des meteorologischen Sommers, den Montag. Da klebt diese ganze feuchte Mischpoke noch an den Alpen, bringt Regen, ansonsten einen Mix aus Wolken und Sonne. Auf der Alpen-Südseite setzt sich der Föhn durch. Bei 12 bis 20 Grad auf der Alpen-Südseite, bei bis zu 25 Grad. Und damit verabschieden wir den meteorologischen Sommer und gehen ganz kurz mal auf das ein, was ich vor dem Sommer gesagt habe, mit der Prognose, dass der so bei 17,3 Grad liegen wird. Er wird ungefähr bei 18,2 Grad liegen, damit ein knappes Grad höher als so eingeschätzt. Mit dem Hinweis habe ich aber gesagt, dass die Hitzewelle Anfang August dann letztendlich über die Temperaturen entscheiden wird. Die allgemeine Prognose, die noch im Juni angenommen wurde, dass es der heißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn wird, ist nicht eingetroffen. Und was den Regen und die Sonne angeht, wir werden beim Regen so bei 90 bis 95% rauskommen, je nachdem,
nachdem, wie viel Regen dann eben noch in der Mitte fällt. Und jetzt habe ich einfach mal 108% genommen, Sonnenschein soll. Und vergleicht man das jetzt mit dem neuen Klimamittel, das im nächsten Jahr gilt, dann wären das jeweils so um die 100%. Auf jeden Fall war es ein warmer Sommer, ein überdurchschnittlich warmer Sommer. Regen knapp erreicht, Sonne ein bisschen drüber.